Mein Name ist Francis Stockwell. Ich bin der Chorleiter von den North Star Boys Choir. Wir sind in Minnesota zu Hause. Der Chor ist relativ jung. Der Chor wurde im 2011 gegründet. Seit dieser Zeit haben wir sehr viele Tourneen gemacht, dreimal nach Europa. Wir haben teilgenommen an den World Choir Games. Das ist das allergrößte Chorwettbewerb der Welt. Und das war in Cincinnati 2012. Da hatten wir 92 Länder, die teilgenommen haben an diesem Wettbewerb. Insgesamt 22.000 Sänger. Und wir haben die Kategorie Kinderchöre, da sind wir eingetreten und wir haben eine Silbermedaille gewonnen. Und wir haben etwas gewagt. Wir sind in die Kategorie für Barbershop-Musik eingetreten. Und hauptsächlich ist diese Musik nur für Erwachsene. Wir haben dort gesungen und eine Bronzemedaille gewonnen. Dieses Jahr machen wir unsere dritte Reise durch Europa. Wie gesagt, wir haben in der Schweiz angefangen, in Unterägeri und dann nach Lyon. Da haben wir mit Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, die kleinen Sänger von Saint-Marc, gesungen. 4 Tage waren wir bei ihnen. Dann ging es nach Füssen, Bad Tölz, St. Florian in Österreich. Wir sind mit den Florianer Sängerknaben befreundet, Partnerschaft haben wir. Und dann nach Strehla und Suhl, da haben wir mit dem Suhler Sängerknaben, so ein Knabenchor gesungen. Und in Erlwangen, heute Abend waren wir hier in Neresheim. Und morgen fahren wir nach Stuttgart und da singen wir mit dem Kollegium Duino. So insgesamt sind wir 26 Tage auf der Reise. Die Jungs, also die Alte des Jungs, der Jüngste ist 9 Jahre alt, der Älteste 16 Jahre alt. Der Chor besteht aus 19 Sängern. Wir singen Lieder aus vielen Ländern. Wir singen auf Latein, auf Englisch natürlich und Deutsch, Französisch und Serbo-Kroatisch. Wir singen sehr oft für Anlässe, für Hochzeiten und für Beerdigungen. Das ist ziemlich hart. Wir haben einen Chorjungen verloren. 15 Jahre alt war er vor 2 Monaten. Er war mit seine Familie und Freunden auf der Jagd und er wurde leider versehentlich erschossen. Das war hart. Da mussten die Jungs für seine Trauerfeier singen. Aber es ist eine gute Erfahrung. Wir sind immer glücklich, dass wir immer diese schöne Musik haben und wir singen gerne für alle unsere Musikfreunde. Der zweite Teil, wir haben auch einen kleinen Männerchor dabei und die singen nach dem ersten Teil und der erste Teil ist immer geistliche Musik. Der zweite Teil, das ist mit dem Männerchor, das ist dazwischen sozusagen und die singen geistliche und weltliche Musik und dann kommt der letzte Teil, ich nehme an, das ist der dritte Teil, singen wir Barbershop-Musik. Und das ist immer eine große Überraschung. Das macht viel Spaß mit viel Choreografie, mit einem Barbershop-Uniform und mit den besonderen Harmonien. 4-5-stimmig, chromatisch, sehr viel chromatische Harmonien. Und dann singen wir Lieder aus Frankreich und Deutschland. Wie Horch, was kommt von draußen rein? Der Almsee ist Trepp und mein Schatz ist mein Lieb. Singen wir auch. Und Lieder aus Serbokroatien, aus Serbien. Wir haben auch Lieder aus Neuseeland gesungen, auf Maori.
Das ist die Ursprache von Neuseeland. Ich komme eigentlich aus Neuseeland, also diese Musik habe ich sehr, sehr gern. Morgen sind wir in Stuttgart und wir singen mit dem Chor Collegium Juvenum. Die haben uns in Minnesota besucht und wir sind gut befreundet mit diesem Chor.